Die Europawahl ist jetzt seit 3 Tagen vorbei. Die Ampelparteien haben vom Bürger eine historische Klatsche bekommen. AfD, wie ihr alle schon wisst, mit 16% bestätigt, zweitstärkste Kraft. Doch jetzt stellt sich die Frage, nach diesem Ergebnis, ändern die Ampelparteien irgendwas an ihrem Kurs oder bleiben sie ihrem Kurs treu? Ich bin Philipp von Politik im Fokus und lasst uns mal schauen, was unsere Ampelparteien-Fachkräfte so wieder vom Stapel gelassen haben. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Die Europawahl hat die Politiklandschaft in Deutschland dramatisch verändert. Die CDU hat mit 30% gewonnen, wie ihr alle wisst, und die AfD mit 16% zweitstärkste Kraft. Doch trotz der Niederlage, der herben Niederlage der Ampelparteien, wollen sie nichts an ihrem Kurs ändern. Die Hauptkritikpunkte, Ukraine-Waffenlieferungen, Einwanderung, soll alles so bleiben, wie es ist. Selbst die CDU sagt, die Waffenlieferungen an die Ukraine sollen weitergehen, lediglich bei der Einwanderung lenken sie ein und satteln auf den Kurs der AfD. Lasst uns mal einen genauen Blick auf die Reaktionen der Ampelparteien werfen. Ich habe mir alle Pressekonferenzen angeguckt und habe euch die wichtigsten Details rausgesucht. Hier ist einmal Kevin Kühnert von der SPD für euch. Schaut's euch genau an. Ich kann gar nicht verstehen, warum das nicht funktioniert hat, was die SPD sich zurechtgelegt hat bei der Europawahl. Ukraine, Waffenlieferungen, Einwanderung ist doch ein ganz klares Thema gewesen, nur leider in die falsche Richtung, liebe SPD. Die Bürger in Deutschland wollen nicht mehr Waffenlieferungen und wollen nicht mehr Geld in die Ukraine schicken. Die wollen weniger Waffenlieferungen und weniger Geld in die Ukraine schicken. Und die deutschen Bürger wollen nicht mehr Einwanderung haben, sondern die möchten weniger Einwanderung und kontrollierte Einwanderung haben. Also am Montag nach der Wahl hat man schon einige Antworten, wie gerade eben schon ausgeführt, Einwanderung aus Ukraine-Konflikt. Ne, einfach absolut in die falsche Richtung, gegen den Bürger entschieden. Auch wie der Kevin Kühnert das hier ausführt, dass die Leute, die das jetzt schon wüssten, halt ne, nur ihre Sachen bestätigt haben möchten. Es wurde gewarnt vor der Einwanderung, es wurde gewarnt wegen der Ukraine. Die Leute sind unzufrieden, Milliarden in die Ukraine reinzupumpen. Aber schaut mal weiter, es wird noch besser. Er sagt, er könnte dagegen argumentieren, was sie nicht alles für den kleinen Mann getan haben oder kleine Frau halt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Also wenn ich einkaufen fahre, dann ist alles teurer. Wenn ich tanke, ist alles teurer. Wenn ich den Strom bezahle, ist alles teurer. Wenn ich Öl tanken muss, ist alles teurer. Vielleicht mal euer Feedback in die Kommentare. Und er sagt, das ist alles real und richtig. Also meines Erachtens sieht man daran, dass es keinerlei Einsicht gibt. Dann sagt er ja noch, dass das aber nicht dafür gereicht hat, um den Wähler mitzureißen, sage ich jetzt mal. Ja, ist ja kein Wunder. Mit dieser Politik, die da gemacht wird, wird der kleine Mann nur kleiner gemacht und der große Mann größer gemacht. Also das ist aber meine Meinung. Ne? Schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Aber der beste Beweis dafür, dass die SPD überhaupt nichts dazugelernt hat, auch nach diesem Eklat von Klingbeil, ist die folgende Aussage von Kevin Kühnert. Guckt's euch an. Und direkt wird wieder der rechtsradikale Hammer von der SPD geschwungen. Obwohl Klingbeil mit seiner Aussage beim Elefantentreffen bei NTV doch ziemlich auf die Nase gefallen ist. Saskia Esken ist heute Morgen bei RTL zurückgerudert und hat gesagt, dass nicht alle
AfD-Wähler Nazis sein können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es erschreckend, dass trotz dieser historischen Klatsche der deutschen Bürger die SPD nicht vorhat, ihren Kurs zu ändern. Schreibt eure Meinung zu dem SPD-Thema Nazi und Rechtsradikal mal bitte in die Kommentare. Dann schauen wir jetzt mal auf die Grünen. Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, dass wir daran Stück für Stück arbeiten, denn wir wissen weiterhin, Wohlstand und Sicherheit kann es ohne Klimaschutz nicht mehr geben. Auch die Grünen zeigen sich absolut unbeeindruckt vom Wahlergebnis und machen einfach so weiter wie gehabt. Und hört mal ganz genau hin, was sie zur Vertrauensfrage zu sagen haben. Braucht keine Vertrauensfrage, wir haben miteinander einen Vertrag für 4 Jahre und diesen werden wir natürlich miteinander stehen. Und es gibt eine Reihe von großen Aufgaben, die wir miteinander zu bewältigen haben. Zu dieser Aussage fällt mir nur ein Spruch ein, ein Zitat, egal was meine deutschen Wähler denken. Aber lasst uns mal weiter gucken, was die Grünen noch alles so vom Stapel lassen. Also ich kann dazu eigentlich nur wiederholen, was wir bereits vor der Wahl gesagt haben. Für uns ist klar, wir machen keine Mehrheit mit Rechtsextremen. Das wird auch weiterhin so bleiben. Wovon natürlich rechtsextreme Parteien profitieren, das ist Angst und Sorge. Sie wollen gar nicht, dass Probleme gelöst werden, sondern sie wollen, dass Probleme immer größer werden, dass sie irgendwann unlösbar scheinen, dass ein Gefühl entsteht, die Demokratie kann das gar nicht mehr hinbekommen. Wie ihr gerade gehört habt, es wird sich nichts ändern. Brandmauern bleiben bestehen, die Angstmache bzw. die Hetze gegen die AfD oder gegen rechte Parteien bleibt auch bestehen. Es gibt keine Änderung im Kurs. Genauso wie mit der Einwanderungspolitik und auch mit der Energiepolitik. Es wird sich nichts ändern. Das Ergebnis der Europawahl hat in keinster Weise dazu geführt, dass die Grünen nur ansatzweise ihre ideologische Politik beenden möchten oder ändern möchten. Wie kann man nur mit so einem Kurs weitermachen, obwohl die Wahlen eindeutig gezeigt haben, dass dieser Kurs der falsche ist für Deutschland? Die Bürger wollen es nicht, die Bürger wollen es nicht, die Bürger wollen es nicht. Und wenn ihr der Meinung wart, das war's schon, es geht nicht noch besser oder noch schlimmer für Deutschland, dann wartet ab, guckt euch die FDP an. Insofern ist dieses Ergebnis gerade im Vergleich zu der ganz anderen Situation 2019 in einer Oppositionsrolle beispielsweise, ist für uns ein starkes Signal der Stabilisierung. Erwarten wir die Fortsetzung der konsequenten Migrations-, Einwanderungs- und Asylpolitik der Europäischen Kommission. Habe ich das gerade richtig verstanden? Dass der Herr Lindner gesagt hat, das Ergebnis, das Wahlergebnis der Europawahl ist ein Zeichen der Stabilisierung. Und ich frage mich, was ist die AfD? Ist die AfD keine Oppositionspartei? Und warum hat die AfD dann als Oppositionspartei zugelegt? Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare bitte. Und auch hier wieder, die Migrationspolitik war und ist richtig und wichtig. Es soll sich da auch nichts ändern. Es wird von der Frau von der Leyen gefordert, dass die Europäische Kommission genauso weitermacht wie gehabt. Bei der Ukraine-Politik soll sich auch nichts ändern. Weiterhin Waffenlieferungen, weiterhin deutsches Geld, was in der Ukraine verpulvert wird. Als nächstes fragt ein Journalist Christian Lindner, ob er Herrn Scholz noch vertrauen würde. Seid gespannt auf die Antwort. Warum sollte sich daran etwas geändert haben? Wir haben ein gemeinsames Regierungsprogramm, einen Koalitionsvertrag, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und solange sich alle zu der Arbeitsgrundlage bekennen, gibt es ja keinen Grund, Vertrauen in Frage zu stellen. Also mir ist vollkommen klar, warum die Grünen und die FDP nicht die Vertrauensfrage an den Herrn Scholz stellen, weil die werden die Wahl nicht wieder gewinnen. Und die Gefahr, dass die CDU oder die AfD an die Macht kommt, ist für die Ampelkoalition einfach viel zu groß. Und deswegen stellen beide Parteien nicht die Vertrauensfrage an den Herrn Scholz. Da sind die Bezüge, die man bekommt, wohl doch etwas wichtiger als das Wohl der Bürger. Also zumindest ist das meine Meinung. Jetzt kommt noch der absolute Hammer. Herr Lindner zitiert die AfD.
Und wir wollen stabile Finanzen in Deutschland. Deutschland hat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. So, das lasse ich jetzt von Herrn Lindner wirklich mal absolut unkommentiert da so stehen. Und ich möchte dazu was von euch in den Kommentaren lesen. Und was sagt uns das jetzt alles? Die CDU hat zwar die Wahl gewonnen, aber möchte immer noch weiterhin Waffenlieferungen an die Ukraine fortsetzen. Die Ampelparteien haben trotz klarer Wählerbotschaft keine Änderungen angekündigt. Also wie ihr seht, es wird sich nichts ändern. Keiner der Ampelkoalitionsparteien wird die Vertrauensfrage stellen. Was denkt ihr? Ist das richtig, dass SPD, FDP und die Grünen an ihrem Kurs festhalten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um keine Updates rund um Politik mehr zu verpassen. Ich bin raus, euer Philipp. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.